Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. Ich habe ja gesagt, dass ich bis zur nächsten Folge das Video mache und pipapo. Irgendwie hat es mit dem Replay-Mod nicht so ganz funktioniert, wie ich mir vorgestellt habe, weil dann habe ich es ausgerendert, alles pipapo, habe 2 Stunden oder sowas gebaut. Habe halt auch die ganzen Ressourcen herstellen müssen. Und aus dem Video wurde genau ein Bild, wo es durchgeflogen ist. Ich habe den Replay-Mod irgendwie noch nicht so ganz verstanden, scheint so. Aber ja, kann man nichts machen, leider. Das ist jetzt leider verloren, deswegen zeige ich euch die Hütte jetzt aktuell mal so, wie es ausschaut. Hier ist unser Zwischendurcheingang zu unserer Hütte, bis wir fertig gebaut sind. Es ist, ja, sagen wir mal, angenehm groß. Ich bin leider auch nicht fertig geworden in den 2 Stunden. Mir hat Glas angefangen zu fehlen. Ich habe Chiseled Stone hier, das schaut eigentlich relativ geil aus. Und das ist ein 2-Stock-Haus aktuell. Hab jetzt aber noch auf den nächsten Stock auch gebaut. Und hier unten ist unser Serverraum. Hier haben wir einmal den Generatorraum, wo dann halt Stromproduktion alles reinkommt. Hier habe ich schon einen Kabelkanal rüber in den Serverraum gelegt, wo wir hier unsere Speicherbänke alles reinziehen können. Wäre auf jeden Fall mein Plan. Dann würde ich hier die Verkabelung langziehen mit den normalen Stromkabeln. Hier dann die Server davor auch. Oder man macht halt hier so die Kabel hier lang und dann hier immer nach vorne irgendwie. Müssen wir halt schauen, ne? Hier kommt auch wieder das Kabel hoch, ist beleuchtet. Und ja, dann kommt man hier die Steintreppe rauf in unseren Hauptraum. Wo ich hier vielleicht so küchemäßig hinbauen würde. Weil wir hier direkt Ausgang zu unserem Essensbereich haben und Küchenbereich und bla bla bla. Und dann vielleicht hier so Werkstatt, wo dann vielleicht hier auch direkt so eine Konsole hochkommt, wo wir direkt dran arbeiten können. Aber bis dahin muss erstmal das ganze Zeug fertig werden, weil es ist doch ein bisschen viel. Und dafür brauchen wir halt auch dementsprechend Kabel, ne? Das heißt, wir müssen jetzt noch Kabel herstellen. Und die verlegen, bevor wir den Server und alles rübersetzen können, weil das Zeug hätte ich schon gerne drüben fertig, bevor ich drüben anfange zu wohnen. Weil dann könnten wir die Hütte hier abreißen, weil die steht dezent im Weg. Irgendwie. Und da wären Ressourcen dabei. So, warte mal. Oh, leckt. Wir haben als Strom, haben wir ja die ganz normalen Redstone Fluid Kabel da, Dings, da Bums, da hier. Die da. Energy Conduit. Wie waren die nochmal zu machen? Conduit. Warum ist es mit Shift an? So. Energy Advanced, wir brauchen erstmal nur die ganz normalen. Conductive Iron, Ingot Iron. Wird aus Redstone und Eisenbahn produziert. Das kann doch gar nicht so schwer sein, oder? Redstone, habe ich das alles nicht hier reingelagert? Ein Stack Redstone und ein Stack Eisen. Wir brauchen ja viel. Vor allem, das kriegen wir ja auch wieder schnell. Dann tun wir jetzt erstmal. Ich habe schon wieder ein zu volles Inventar. So. Okay, das mit dem Redstone, das ging ganz schnell. Destabilisiertes Redstone. Hä? Was? Oh, jetzt fängt an, die Lava zu fließen. Da geht's los. Was sind das jetzt eigentlich schon? Cotton Seeds. Ich brauche keinen Cotton. Ist auch relativ leer hier geworden, weil ich voll viel Holz gebraucht habe. Ich habe die ganzen Eingänge zu den Höhlen auch dezent zugebaut und die halt das Gelände angeglichen. Was wir dann hier auch machen müssen, dass wir hier noch eine Ebene hochziehen. Also würde ich halt alles immer zwischen den Folgen so ein bisschen machen, wenn ich gerade zur Zeit Lust habe. Weil da müsst ihr jetzt nicht unbedingt daran zuschauen, weil ich glaube, das ist zu langweilig. So. Molten Conductive Iron. Dann schicken wir doch gleich den Rest auch noch rein. So. Den einen Block können wir gleich mal rausschmelzen, oder? Hier. Was kommt jetzt raus? Conductive Iron Block. Das ist, glaube ich, das, was ich wollte.
oder? War schon Kontakte, ja. Perfekt. Und dann brauche ich noch Conduit-Beiner und den mache ich aus Kies, Sand und Tonklumpen. Ist klar. Werd fertig. Gott, der braucht ewig. Ich darf jetzt wieder Kies sammeln anfangen, oder was? Meine Spitzhacke ist auch kaputt. Mann! Hat das sich schon verbunden oder verbindet sich das gerade? Das wird gerade mehr, bedeutet, wir können hier schon mal aktivieren wieder. Ist das voll oder warum geht das nicht? Doch, jetzt macht es. Das dauert jetzt wahrscheinlich länger, oder? Warte mal. Ah, jetzt fängt sie an. Gut. Lass ich nochmal einen Block schmelzen, dann haben wir schon mal die. Wir brauchen aber einen Amboss mal schnell. Oh ne, die Fernung. Wir machen einfach. Das ist billiger, wenn wir einfach dann eine neue Schaufel schnell machen. Bisschen Platz aktuell versuchen im Inventar zu halten. Bis wir endlich die Server herkriegen, weil das sind doch einige Sachen, die wir brauchen. Schon wieder Nacht, jetzt mal im Ernst. Wir brauchen eh noch viel Glas eigentlich, weil Sand, weil wir Glas produzieren müssen noch. Also von daher ist es ja eh eigentlich notwendig, den ganzen Sand abzubauen. Wenn man so sieht, ne? So. Ja, schon ein bisschen Sand. So, das war jetzt die erste Schaufel. Es ist auch nicht ganz so einfach gewesen, den Replay-Mod mit dem Ganzen jetzt zu funktionieren zu bringen. Wir haben ein, zwei Mods nicht immer miteinander gespielt oder wollten sich nicht einander. Weißt schon, wann so richtig ist. Kindercatcherei. Nee, ich mag mit dem, aber nicht. Nee, ich mag nicht mit dem. Und dann hast du halt eine halbe Ewigkeit gebraucht, bis du überhaupt diesen Dreck jetzt zum Laufen gekriegt hast. Na, in zwei Stunden gechillt auch noch und gedacht, boah, jetzt habe ich Sinn bekommen, endlich. Und dann beim Ausrennen ist mir aufgefallen, der Scheiß hat nicht funktioniert. Ihr könnt meine Begeisterung wahrscheinlich fühlen. War so kurz vorm Ausflügen, in dem Moment, wo ich es gemerkt habe, dass es nicht funktioniert. Hä? Oh, Regeneration, das ist natürlich praktisch. Regen ist praktisch. Reicht das überhaupt aus? Bitte reich aus, das wäre jetzt kacke, wenn nicht. Jo, reicht, perfekt. Ich dachte, das habe ich zu viel gemacht. Jetzt brauchen wir wieder Gravel. Und wir hier noch ein bisschen was. Ist ja nicht so, als ob ich hier die Hälfte auch schon wieder rausgefischt hätte. Komm schon. Ich habe echt unsere komplette Bank hier leer gefischt an Gravel und allem. Echt brutal, was hier Ei schon wegging nur von unserer Produktion. Das ist ja Wahnsinn, was habe ich denn alles schon gebaut? Ich habe doch gar nicht so viel. Also schon ein bisschen was, aber ja auch nicht so viel jetzt. Wir wollen jetzt noch irgendwo einen Gravel Pit. Ja, schaut jetzt auch nicht. Hm. Mal schön ein paar Äpfel essen. Ein bisschen Äpfel knabbern. Können wir die Rückseite unseres Flusses anschauen eigentlich. Da könnte vielleicht was sein. Let's see. Ah, guck mal, da ist doch noch ein großes Pit. So. Das ist jetzt nicht der Plan, aber okay. Sammeln wir schnell ein, was ich schon gesammelt habe. So. Und hier muss ich auch was machen. Na, oh, ist schon wieder der falsche kurze Fix. Das gibt's doch gar nicht. Immer der, auf den ich stehe.
So, und jetzt nicht den unter mir. Den können wir dann machen, sobald ich hier einigermaßen durch bin. Dass ich hier das alles einsammeln kann, alles ganz gemütlich. Muss ich ein bisschen hier Vorrat. Oh, da, die Ecke, so. In eine Ecke ausgraben. So, aber jetzt haben wir gleich noch fast alles. Ich glaube, damit ich schon. Wow, let's go. Die Ecke kommen. Nein! So, gehen wir hier schon durch. Alles sammeln. Und dann nach oben. Ich glaube, alles. Yep. Schaut gut aus. Sind nur noch eure Lehm. Habe ich noch Lehm auf Lager? Bitte kann ich Lehm auf Lager. Weißt du nicht, ich habe irgendwann ganz viel Lehm verbraucht. Ich weiß jetzt nicht mal mehr für was. Irgendwann haben wir voll viele gebraucht und haben wirklich alles abgebaut, was auch nur in der Nähe von uns war. Und jetzt habe ich keinen Plan mehr, warum. Okay, jetzt nochmal ein bisschen. Ich will das Gravel. So. Alter. Ja, ein bisschen Gravel haben wir schon mal. Sogar mehr als Sand. Wo kriege ich Ton her? Schauen wir erstmal, ob wir noch im Lager was haben. Das Tolle ist ja, sobald wir sozusagen alles umgebaut haben, haben wir ja trotzdem unsere Ressourcen wieder. Wir müssen nicht die Kisten leer machen, rüberrollen und so Zeugs, sondern einfach diese Disketten rausziehen und drüben wieder reinschieben. Fertig. Habe ich hier noch Ton drin oder Lehmklumpen? Das wäre jetzt sehr vor. Oh, ich habe noch Conduit Binders. Das sagt mir doch einer, dass ich die eh noch habe. Das wird das Ganze um ein bisschen einfacher machen. Und ich habe Engine. Oh. Ey, sagt mir das doch. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie viel von dem komischen Zeug gemacht und habe eh noch Tonnen auf Lager. Ja, da wird sich bestimmt gefreut, wenn ich sage, hey Leute, ich habe aus Versehen zu viel gemacht, aber jetzt haben wir noch mehr auf Lager. Yay. Alter, was habe ich denn alles bitte schön in meinem... Boah, endlich das fertige Kistensystem, ansonsten drehe ich echt bald durch. Ist viel zu viel. Nebulous, komisches Zeug. Das Zeug brauche ich aktuell auch nicht von den versenkten Ziegeln. Boot lassen wir mal da. Das tun wir auch mal da lassen. Den Dirt tun wir hier hin. Einmal ein bisschen Platz machen im Inventar nutzen. Das ist aber ein echtes Problem hier. So. Jetzt haben wir von draußen das Eisen. So. Dann tun wir die 5 auch umwandeln. Jetzt, wie viel haben wir? Einen ganzen Stack? Ah, ja, stimmt, wir haben auch einen Stack reingehauen. Idiot, mal wieder am Start hier. So. Jetzt haben wir von dem ganzen Stack. Bedeutet, wir können eh da drüben gleich mal alles elektrifizieren. So, so. Wenn wir hier unten das so lang laufen lassen. Ich will so effizient trotzdem wie möglich arbeiten. So. Lass doch das Teil hier runter, so. Und jetzt hat hier das Kabel dran. Auch jetzt sag nicht. Ich hoffe, das würde gehen, aber nein, geht natürlich nicht. Boden. So. Und darauf kommt dann unser Server. Und der leitet dann hier an die Serverwand weiter.
Da habe ich um einiges weniger gebraucht wie geplant. Aber ich muss ja wahrscheinlich dann da drüben auch nochmal irgendwie hochgehen. Je nachdem, wo der Strom benötigt wird. Und vor allem hier kommen ja auch noch die ganzen Teile hin. Dann würde ich nicht hier hinten die Battery Bank an die Wand bauen. Wo wir voll die Übersicht dann haben. So. Und vor allem können wir dann rein theoretisch das Kabel bis nach drüben ziehen auch. Oh, geil. Okay. Dann brauchen wir die Sachen von Applied Energistics. Applied Energistics. So. Oh. Aber Leute, das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.